Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wahrheitbox von Separate. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wahrheit von Separate, das Ganze aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus, Box bzw. Bundle das Ganze. Und zwar haben wir hier eine Kartonbox, eine schlichte Kartonbox. Und hier oben haben wir dann einen Aufkleber 16.01.2015 und darunter lesen wir dann Separate Wahrheit. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, also hier oben haben wir, wie gesagt, das Release-Date aufgedruckt. Und zwar ist das Ganze eben am 16. Januar 2015 erschienen. Spannende Info vielleicht, kurz davor, also ich glaube 10, 11 Tage bevor dieses Album erschienen ist, gab es noch eine Free-EP von Separate, die hieß passenderweise Der Weg oder Weg zur Wahrheit. Das war eine EP mit 8 Tracks, ist am 5.01.2015 erschienen und hat die Promo, beziehungsweise ja, das Release dieses Albums eingeleitet. Hier haben wir dann auch einen Barcode und dann lesen wir noch Groove Attack und Digital Resistance und Separate. Ansonsten das Ganze hier wirklich schlicht in dieser beige-braunen Kartonoptik gehalten. Dann schauen wir mal hinein. Es ist vom Inhalt wirklich eher ein Bundle als eine Box. Ich glaube, es wurde auch offiziell als Bundle verkauft. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir hier ein Shirt mit dabei, eine unterschriebene Autogrammkarte und ein Poster. Von innen die Kartonbox schlicht in braun. So, dann machen wir die Kartonbox mal zur Seite und nachdem hier das Shirt und das Album noch in Folie sind, werden wir es mal hier rausholen. So, einmal das Shirt. Und dann haben wir hier noch das Hauptstück, das Album. Jawohl. So. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier eine Blume, eine Pflanze, die hier aus dem Geröll oder aus den Steinen, aus dem Abfall heraus wächst. Hier eine Ratte, das Ganze hier mit einem aufgerissenen Maschendrahtzaun gestaltet. Und dann haben wir hier rechts dann noch Separate Wahrheit stehen. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier in diesem Balken haben wir dann nochmals Digital Resistance stehen, das Label, über das das Ganze erschienen ist. Hier auf der Seite lesen wir ebenfalls Separate Wahrheit und auf der Rückseite haben wir dann die Features. Wir haben hier jede Menge Features dabei, unter anderem von Oli Banjo, Echo Fresh, Lars, Chaka, Urchandise, also es sind noch einige andere dabei. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode und dann haben wir hier unten einen Hammer. Also hier irgendwie diverse Splitter, so als hätte irgendwie der Hammer diese Blume befreit oder irgendwie die Trümmer zerschlagen. Also die Wahrheit setzt sich irgendwie am Ende immer durch. Das nehme ich jetzt so mit von diesem Artwork. Die Wahrheit findet ihren Weg. Dann werfe ich mal einen Blick in das Booklet. Und zwar sieht das Ganze so aus. Jawohl, das gefällt mir richtig gut. Und zwar hat man hier die gesamten Tracks Wort für Wort abgedruckt, sehr schön. So sieht das aus. Und zusätzlich haben wir dann auch noch hier die Infos, wer das Ganze produziert hat, wer daran beteiligt war. Also die meisten Tracks, soweit ich weiß, von Monroe, beziehungsweise hier sieht man es auch, PCP produziert. Jede Menge Text. Hier dann noch so Zierbalken, Zierrahmen hier in dieser rosa, in dieser Rosenoptik. Und ihr seht jede Menge Text.
Jawohl. So, dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits bzw. eine Danksagung. Und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Sehr textlastiges Booklet, aber mir gefällt das persönlich immer sehr gut. Wenn die Lyrics mit dabei sind, machen in meinen Augen viel zu wenige Künstler. Die CD in weiß und pink gehalten. Hier lesen wir wieder Interpret plus Albumtitel und darunter dann das Label. So sieht das aus. Und hier auch wieder diese Trümmer zu sehen. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Diese mit schwarzem Edding unterschrieben. Separate lesen wir hier. Hier links unten wieder Digital Resistance. Und hier der gute Mann mit Cap, Sonnenbrille und Shirt abgebildet. Und auf der Rückseite haben wir nochmals Seppo abgebildet. In diesem Fall das Coverfoto von seinem letzten Album, El Mariachi. So sieht das aus. Dann ist mit dabei dieses Poster. Das Poster mehr oder weniger wie dieser Aufdruck hier auf der Box gestaltet. Hier lediglich der Barcode und das Release-Datum fehlend, ansonsten hier wirklich ident. Und das Ganze ist im Hochformat und einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und das ist auch ein gelungener Aufdruck. Und zwar haben wir hier in schwarzer Schrift so ein bisschen, als wäre das irgendwie verbraucht oder verwaschen. Hip-Hop ist mein Ding, doch ihr versteht das einfach nicht. Und darunter dann Separate Wahrheit 2014. Okay, also dieses Statement aus dem Jahr 2014, das Album ja wie gesagt Anfang, also im Januar 2015 erschienen. Wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton 100% Baumwolle Made in Haiti. Grüße gehen raus. Und wir haben das Ganze auch noch, ich mache kurz die Info hier in so einem kleinen Säckchen dabei gehabt. Und was lesen wir hier noch? Million Thoughts Entertainment Boy Girl, also ja klar, Unisex. Okay. Also, das noch zur Zusatzinfo. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, Gildan und 100% Baumwolle. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Wir haben hier das weiße Shirt mit diesem schwarzen Aufdruck, der sich hier über die gesamte Vorderseite zieht. Hip-Hop ist mein Ding, doch ihr versteht das einfach nicht. Separate Wahrheit 2014. Von der Farbwahl relativ schlicht gehalten in weiß und schwarz, aber gefällt mir richtig gut, diese Aussage, dieser Spruch und auch das Design der Buchstaben kann man gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Größe konnte man sich meines Wissens damals frei auswählen. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, die Autogrammkarte unterschrieben und beidseitig bedruckt. Und natürlich das Album an sich, Wahrheit, mit insgesamt 15 Tracks und jeder Menge Features. Das alles in diesem wunderbaren Bundle bzw. in dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Separate unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.